بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Liebe Geschwister, beim letzten Mal könnt ihr euch noch daran erinnern, wir haben angefangen zu sprechen über die Vorbereitungen auf die Schlacht von Badr. Badr ist nichts anderes als der Name einer Ortschaft in der heutigen arabischen Halbinsel. Manche sagen, es wird zurückgeführt auf eine Person namens Badr, die dort gelebt hat, oder kann auch andere Gründe haben, der Name eines Quelle oder irgendetwas. Das spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, diese Ortschaft, Badr, ist es, in der eine der wichtigsten Schlachten des Islam stattgefunden hat. Und darüber möchten wir sprechen. Wie letztes Mal haben wir gesagt, dass, also wir waren so weit angelangt, dass die beiden Gruppen, die beiden Armeen, sie standen sich bereits gegenüber, aber es war der Fall, dass sie nicht sofort aufeinander losgegangen sind, sondern erst am darauf folgenden Tag. Und in der Nacht hatte es geregnet, weil manche Sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, sie hatten in dieser Nacht geschlafen und sind Junub geworden, unrein geworden. Und der Shaitan hat ihnen eingeflüstert: Wie könnt ihr morgen auf eure Feinde auftreffen, antreffen? Wie könnt ihr morgen eure Feinde treffen? Und vielleicht fallt ihr und dann fallt ihr und seid Junub. Das geht doch nicht. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diese List des Shaitan zerstört, indem er einfach Regen vom Himmel herabgesandt hat, wodurch sie sich waschen konnten und vorbereitet waren. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala alle diese Einflüsterung des Shaitan mit Leichtigkeit weggenommen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, da waren wir stehen geblieben, war der Einzige in dieser Nacht, der nicht geschlafen hatte. Alle anderen haben geschlafen. Wir haben gefragt, wie kann man schlafen in solch einer Situation, wo man am nächsten Tag angegriffen wird? Die Antwort lautet im Koran, in Surat Al-Anfal, Allah azza wa jal sagte in der 11. Aya, als er Schläfrigkeit euch überkommen ließ, als Gefühl der Sicherheit von ihm und Wasser vom Himmel auf euch herabsandte, um euch damit zu reinigen, um das Unheil des Satans von euch zu entfernen und um eure Herzen zu stärken und eure Füße damit zu festigen. In dieser Ayah hat Allah subhanahu wa ta'ala auf die Sache mit dem Schlaf angespielt, und zwar ist der Schlaf eine Barmherzigkeit gewesen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie vorbereitet sind und topfit sind für den Kampf am nächsten Tag, im Gegensatz zu den Kuffar, die Angst hatten zu sterben und wissen dann gar nicht nach dem Tod, wo sie hingehen werden. Und dann hat Allah eben Wasser vom Himmel abgesandt, um euch damit zu reinigen und das Unheil des Shaitan, des Satan von euch zu entfernen. Was ist, haben wir gerade eben bereits gesagt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat die Nacht im Gebet verbracht, hat die Nacht im Dua verbracht. Er sagt: Allahumma, innaka in tuhlika hadhihi al-fi'ah la tu'bad. O Allah, wenn du diese Gruppe sterben lässt, zugrunde gehen lässt, dann wirst du auf dieser Erde nicht mehr angebetet werden. Denn das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die edelsten seiner Freunde mit ihm. Und wenn diese Leute sterben, khalas, dann ist der Islam ausgestorben und dann wirst du Allah gar nicht mehr angebetet werden auf dieser Erde. Als dann die Morgenstunde eintraf, das heißt, als die Morgendämmerung eintraf, wurde ausgerufen zum Gebet. Da sind die Leute, wie Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala uns berichtet, sind die Leute dann eben gekommen. Die waren verteilt unter den Bäumen und unter anderswo, wegen dem Regen, der abgesandt war. Und dann hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihnen das Fajr-Gebet geleitet und hat sie danach angespornt, in den Kampf einzuziehen. Dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hat man den Vorschlag gemacht, es wäre doch besser, wenn er während des Kampfes sich zurückzieht in eine Hütte, wie ein Schuppen. Man hat ihm eine Hütte gebaut, auf die Schnelle, damit er dort geschützt bleibt. Und so ist es auch sehr wichtig, dass der Anführer natürlich an einem gesonderten Platz ist, damit er nicht als erstes getroffen wird, wenn getroffen wird. Ja? Aber trotzdem werden wir sehen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam am Kampf aktiv mit teilgenommen hat. Als die Götzendiener, die Mushrikun, sich den Muslimen genähert hatten, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen:
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. Keiner soll sich irgendwo vor mir hinbegeben. Und so wollte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass er an der vordersten Front ist. Und die Götzendiener haben sich dann noch näher genähert. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. Steht auf und begebt euch zu einem Paradies, dessen Breite so groß ist wie die der Himmel und der Erde. Als Umayr ibn al-Humam radiallahu ta'ala anhu al-Ansari diese Worte gehört hat vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, sagte er, Ya Rasulallah, Jannah, arduha as-samawati wal-ard, ein Paradies, o Gesandter Allah, dessen Breite so groß ist wie Himmel und Erde. Und ihr wisst, was der Ausdruck Breite bedeutet. Die Breite ist immer weniger als die Länge. Und er redet nur von der Breite, dessen Ausmaß gleich der Breite von, dessen Breite gleich dem Ausmaß von Himmel und Erde ist, oder wortwörtlich gleich dem Ausmaß der Himmel und der Erde ist, denn es gibt sieben Himmel, wie Allah im Koran gesagt hat. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, jawohl. Daraufhin sagte Umayr, Bachin Bach, das viel bedeutet wie in diesem Fall Mann um Mann. Mann um Mann. Also wir müssen das irgendwie übersetzen in unserer Sprache. Wir können nicht das so übersetzen wie damals. Mann, Mann. Also das muss irgendein Ausdruck sein, ja? Daraufhin sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakh. Warum sagst du Mann um Mann? Warum? Dann sagte er, wallahi ya Rasulallah, illa raja'ata an akuna min ahliha. O Gesandte Allahs, ich habe das nur gesagt und hoffte dabei, einer von diesen Paradiesbewohnern zu sein. Innaka min ahliha, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, fa innaka min ahliha, du gehörst zu ihnen. Und das war ein Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und so ist der Mann, hat er dann ein paar Datteln aus seiner Hosentasche genommen, die er bei sich hatte, zum Essen. Und dann sagte dieser Mann, Umayr radiallahu anhu, لَإِنْ أَنَا حَيِّتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِ هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ. Er sagte, wenn ich so lange lebe, bis ich noch diese Datteln gegessen habe, dass dieses ist ein viel zu langes Leben. Das ist ein viel zu langes Leben. Also er will damit sagen, es lohnt sich nicht, auf dieser Erde noch zu bleiben und vor diesem Kampf zurückzubleiben, um ein paar Datteln noch zu essen. Und so hat er die Datteln genommen, weggeworfen und ist in den Kampf gezogen, bis er als Märtyrer gestorben ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Diese Überlieferung ist in Sahih Muslim überliefert worden. Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu berichtet uns, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sehr viel Dua gemacht hat am Tag von Badr. Er sagte, am Tag von Badr hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf die Götzendiener geschaut und hat gesehen, dass sie ungefähr 1000 waren. Und er hat auf seine Freunde geschaut und er sah, dass sie 319 waren. Die Zahl wusste er genau. Daraufhin hat der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam sich der Qibla zugewandt, seine Hände ausgestreckt und hat angefangen, seinen Herrn anzurufen, wortwörtlich. Allahumma anjiz li ma wa'attani, O Allah, löse das Versprechen ein, was du mir versprochen hast. Allahumma ati ma wa'attani, O Allah, gib mir das, was du mir versprochen hast. Und ihr wisst, was hat Allah ihnen versprochen? Entweder die Karawane oder den Sieg gegen die Armee der Quraysh. Und die Karawane war schon weg, also blieb nur noch der Sieg gegen die Quraysh übrig. Und dann hat der Prophet darum gebeten, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah ihm das gibt, was er ihm versprochen hat. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam la tu'badu fil ard. O Allah, wenn du diese kleine Gruppe zugrunde gehen lässt, dann wirst du auf der Erde nicht mehr angebetet werden. Und dann hat er immer mehr Dua gemacht. Die ganze Nacht durch und auch während der Schlacht, so wie er konnte, sallallahu alaihi wasallam, und hebt dabei seine Hände so weit, bis sein Umhang von seinen Schultern heruntergefallen ist. Da kam Abu Bakr radiallahu anhu und hat ihm den Umhang wieder angelegt und hat zu ihm gesagt, O Prophet Allahs, es reicht, du hast schon genug Dua gemacht. Allah wird dir sicherlich sein Versprechen dir gegenüber einlösen. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala die folgende Ayah in Al-Quran Al-Karim herabgesandt. Und diese folgende Ayah, liebe Geschwister, ist die Erhörung des Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala in
was ist sinngemäß gesagt, ist in Surat al-Anfal, als ihr euren Herrn um Hilfe batet, da hat er euch erhört und er hat euch 1000 von den Engeln als Hilfe gegeben, also sinngemäß. Er hat euch 1000 von den Engeln als Hilfe herabgesandt, um mit euch zu kämpfen. Das ist damit gemeint. Denn die Schlacht von Badr hatte genau diese Besonderheit im Vergleich zu allen anderen Schlachten, die jemals im Islam stattgefunden haben. Und zwar hat an dieser Schlacht haben tatsächlich Engel, Gesandte von Allah subhanahu wa ta'ala mitgemacht. Und was wir darüber lesen werden, ist unglaublich. Und das werden wir auch jetzt, inshallah, gleich einzelne Überlieferungen darüber, was es uns näher anschauen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen, wie dann Umar radiallahu ta'ala einer sagte, der Freund vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und so hat Allah ihnen Engel als Unterstützung gegeben. Daraufhin natürlich ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam aus seiner Hütte hinaus und hat gesagt: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Die Ansammlung wird gewiss besiegt werden und sie werden den Rücken kehren. Das war's. Weil wenn die Engel herabgesandt werden, das war's, fertig. Dann Sache ist erledigt. Dann wissen sie, dann ist nur noch eine Frage, wer schafft es, Märtyrer zu werden, wer nicht. Das war's. Aber dass der Sieg kommt, ist die Sache ist erledigt. Weil ein Engel wird niemals besiegt werden können durch einen Menschen. Weil manche dieser Engel gar nicht gesichtet worden sind und manche dieser Engel offensichtlich gesichtet worden sind. Und diese Überlieferung ist auch ein ganz großer Nutzen. Und zwar, dass diese Sura Al-Qamar, das ist die Ayah, die ich gerade folge, ist das Surat Al-Qamar, Ayah 45, dass sie herabgesandt worden ist, bevor dieser Schlacht. Weil wir gesehen, durch die Sira lernen wir, wann welche Ayat des Koran herabgesandt worden ist. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, nahm höchstpersönlich am Kampf teil. Radiallahu anhu, Ali, radiallahu anhu, er sagte: Laqad ra'aytuna yawma badrin wa nahnu naluzu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Am Tag von Badr konntest du sehen, wie wir beim Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam Schutz suchten. Und er war derjenige, der den Feinden am nächsten war. Und er gehörte an diesem Tag zu denjenigen, die am kräftigsten zugeschlagen haben gegen die Feinde. Bevor die Schlacht an sich angefangen hat, gab es Duelle, auf Arabisch Mubarazah, gab es einzelne Duelle, die stattgefunden haben. Und zwar wollten besonders die Leute aus Quraysh Rache üben an manchen von den Muslimen. Und so haben sich drei von den Quraysh im Duell aufgestellt gegen drei von den Muslimen. Die zwei Muslime waren Hamza, oder die drei Muslime waren Hamza, Ali, also Hamza ist der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ali, der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam und Ubaida ibn al-Harith. Diese drei, natürlich das Besondere ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch seine eigenen Leute vorgezogen hat. Das heißt also, weil zuerst wollten ein paar andere Leute mit diesen Kuffar kämpfen. Ein paar Leute von den Ansar, sie wollten mit den drei von den Kuffar kämpfen. Dann haben die Leute von Quraysh gesagt: Nein, akzeptieren wir nicht. Wir möchten mit Leuten kämpfen aus unserem eigenen Volk. Also als Racheakt. Dann hat der Prophet eben gesagt: Okay, Hamza, Ali und Ubaida ibn al-Harith, ihr drei geht los. Hamza war im Duell gegen einen Mann namens Utba, einer der Führer der Kuffar, Utba ibn Rabi'a. Hamza hat ihn getötet. Was Hamza war siegreich. Weil er wusste, wie man kämpft. Besser als der andere. Und Ali ibn Abi Talib ebenfalls. Er hat den anderen, ebenfalls Shayba, als ein anderer, der mitgekämpft hat, das ein Bruder des Sohnes von Utba. Das heißt, Utba, dann ein, wer ist sein Sohn, Al-Walid, und ein zweiter Bruder von ihm, Shayba. Ali radiallahu ta'ala anhu hat auch den zweiten besiegt. Das Problem war bei der dritten Person, Ubaida hat sich mit Al-Walid selbst. Wie heißt es, Al-Walid ibn Rabi'a selbst auseinandergesetzt und jeder hat den anderen einmal mit dem Schwert getroffen und so waren beide verletzt, wurden beide, waren beide verletzt, aber nachdem er verletzt worden war,
der Kafir, als er verletzt worden war, ist Hamza und Ali sind gekommen, haben ihm geholfen, haben den anderen getötet. Also offensichtlich war es so im Duell, dass man erstmal gegen den anderen kämpft und danach, wenn man fertig war, konnte man seinem Freund helfen. Ja? Und so ist Hamza und Ali sind gekommen, haben den anderen getötet und so wurde Ubaidah einfach zum Lager der Muslime getragen. Und ja, das war's. Also, das ist. Und das war natürlich der erste Schlag gegen die Kuffar, weil sie haben diese drei Duelle verloren und zwei wichtige Männer oder drei wichtige Leute von sich verloren. Und das stärkt die, oder das motiviert die Muslime und demotiviert die anderen. Kann aber auch umgekehrt sein. Es kann auch diejenigen, die einen Verlust erlangt haben, noch stärker motivieren als vorher. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Muslimen gesagt, dass sie mit ihren Pfeilen sparsam sein sollen und warten sollen, bis die Kuffar näher kommen und dann sollen sie sie mit den Pfeilen treffen, damit sie möglichst wenig Verluste natürlich erleiden. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, idha akthabukum farmu wastabqu nablakum. Das heißt, akthabukum bedeutet qarubu minkum. Das heißt, wenn sie euch näher gekommen sind, dann bewerft sie mit euren Pfeilen und ansonsten behaltet sie für euch. Und so sieht man, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen auch militärische Anweisungen gegeben hat und nicht nur religiöse Anweisungen gegeben hat, sallallahu alaihi wasallam. Der Tabi'un, Urwa ibn Zubayr, radiallahu anhu, und Qatada ibn Du'ama, radiallahu ta'ala anhu, beide, Imam der Tabi'in, sie beide überliefern, dass der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, an jenem Tag ein bisschen Sand genommen hat vom Boden und hat ihn geworfen in die Gesichter der Kuffar. Und das war auch ein Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sodass der Allah dafür gesorgt hat, dass dieser Sand, den er nimmt, in die einzelnen Augen dieser Kuffar gelangt und sie damit teilweise beschäftigt waren, ihren Sand aus ihren Augen rauszuwaschen. Was darauf deutlich hinweist, ist die Ayah in Al-Quran Al-Karim, in Surat Al-Anfal, Ayah 17, Allah sagte: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Das heißt, nicht du hast in Wirklichkeit geworfen, als du deine Hand ausgestreckt hast, um zu werfen, sondern Allah ist derjenige, der geworfen hat. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gezeigt, dass er imstande ist, die Kafirun eigentlich ganz alleine zu besiegen, wie wir gleich sehen werden. Auf jeden Fall sind die beiden Armeen aufeinander getroffen. Es gab ein Gemetzel, in dem die Führer der Mushrikin, die Führer der Götzendiener getötet worden sind, unter ihnen Abu Jahl, den der Gesandte sallallahu alaihi wasallam als den Pharao dieser Gemeinde bezeichnet hat. Er sagte, hada Fir'aunu hadhihi al-Umma. Und das ist natürlich eine der übelsten Bezeichnungen, die ein Mensch bekommen kann, weil der Pharao ist dafür bekannt, dass er die Gesandten der Lüge bezichtigt hat. Der Pharao ist dafür bekannt, dass er Menschen getötet hat. Er ist dafür bekannt, dass er Kafir gewesen ist. Und all dies im Vergleich, also wenn wir eine Person haben, wenn wir eine Person suchen würden in der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vergleichbar mit dem Pharao zur Zeit von Musa, der Pharao war das größte Problem von Musa alaihi wasallam, dann ist das Gleichnis genau wie Abu Jahl, walayadu billah. Wie dem auch sei, dieser Abu Jahl wurde von zwei jungen Männern getötet. Zwei Jugendlichen. Sie beide, einer ist Muaz ibn Amr und der andere heißt Muaz ibn Afra. Diese beiden waren junge Männer, sie wussten nicht einmal, wie Abu Jahl aussieht, aber sie haben gehört, dass Abu Jahl den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beleidigen pflegte. Und so haben sie Abdurrahman ibn Auf gefragt: Bitte zeig uns, wer ist Abu Jahl von diesen Kuffar? Hat er ihnen gezeigt, wer das ist? Und sie sind auf ihn losgegangen. Und haben ihn getötet, weil er den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beleidigen pflegte. Auch Umayya ibn Khalaf, einer der großen Kuffar, wurde auch, getötet. Warum? Weil er ist derjenige, der Bilal radiallahu ta'ala anhu zu quälen pflegt. Bilal radiallahu anhu war ein Sklave und er war, nachdem er den Islam angenommen hat, gequält worden von seinem Sklavenbesitzer. Und als dann Abdurrahman ibn Auf ihn, seinen ehemaligen Herrn sozusagen festgenommen hatte, Umayyah ibn Khalaf, kam dann Bilal und hat gesagt: Ra'sul Kufr, Umayyah ibn Khalaf,
La najawtu in Najah. Er sagte, das ist der Führer des Unglaubens. Das ist der Führer des Unglaubens. Möge ich nicht errettet werden, wenn er errettet wird. Das heißt, einer von uns beiden soll bitte draufgehen. Dass er will jetzt alles geben und hat auch alles gegeben und hat die Ansar um Hilfe gebeten und Abd al-Rahman aufgehört, es war einer, der ihm mitgeholfen hat und sie haben ihm geholfen, ihn zu töten und auch seinen Sohn Ali ibn Umayyah. Im Al-Quran al-Karim und auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt es zahlreiche Beweise, dass tatsächlich die Engel, liebe Geschwister, mitgemacht haben bei diesem Kampf. Und diese Überlieferungen wollen wir uns noch genauer anschauen, aber zuerst beginnen wir natürlich mit dem edlen Koran von Allah subhanahu wa ta'ala. Dort heißt es auf der Seite 66 in Surat Al-Imran wie folgt: Allah hat euch doch schon in Badr geholfen, als ihr verächtlich erschient. Darum fürchtet Allah, auf dass ihr dankbar sein möget. Als du zu den Gläubigen sagtest, genügt es euch denn nicht, dass euch euer Herr mit 3000 herabgesandten Engeln unterstützt? Erst waren es 1000, dann wurden es 3000 Engel. Ja doch, wenn ihr standhaft seid und gottesfürchtig und sie unverzüglich über euch kommen, unterstützt euch euer Herr mit 5000 gekennzeichneten Engeln. Insofern, und dann sagt Allah, Allah machte es nur zu einer frohen Botschaft für euch und damit eure Herzen dadurch Ruhe finden. Denn der Sieg kommt nur von Allah, dem Allmächtigen, dem Allweisen. In diesen Ayat ist die klare Aussage, dass Allah subhanahu wa ta'ala imstande ist, jemanden zum Sieg zu verhelfen, ohne irgendjemanden, ohne irgendwelche Engel. Aber das hat er gemacht, damit er die Leute beruhigt in ihren Herzen. Denn wenn du siehst, dass Engel neben dir sind und du siehst, dass Engel da mit dir kämpfen, dann fühlst du dich beruhigt. In Wirklichkeit, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, dann sagt er zu einer Sache nur sei und dann ist sie. Aber Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Und wir lesen auch in einer anderen Stelle, in der Koran al-Karim, auf der Seite, die Eier haben wir schon gelesen, aber die folgende Eier, Seite 178 in Surat al-Anfal, als dein Herr, idh yuhi rabbuka ilal malaikati, als dein Herr den Engeln eingab, gewiss, ich bin mit euch, so festigt diejenigen, die glauben. Ich werde in die Herzen derer, die ungläubig sind, Schrecken einjagen, so schlagt oberhalb der Nacken und schlagt von ihnen jeden Finger. Das ist die Eingabe der Wahi, die Offenbarung, die Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln mitgegeben hat und sie angeordnet hat. Und die Engel, liebe Geschwister, la ya'sunallaha ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Sie widersetzen sich Allahs Befehlen niemals und sie machen immer das, was ihnen befohlen worden ist. Insofern, nach einem Tafsir, sind es die Engel gewesen, auch wenn der Tabari anderer Meinung ist, dass sie sind diejenigen gewesen, die den Kuffar über den Nacken geschlagen haben und ihnen die Finger abgeschlagen haben in diesem Kampf. Das sind Ayat aus dem Koran. Und ebenso lesen wir ein paar Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder der Sahaba besser gesagt. Die Sahaba sind jetzt diejenigen, die erzählen, was passiert ist, was sie erlebt haben. Einer von ihnen, der uns Folgendes mitteilt, ist Abdullah ibn Abbas. Er sagte: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك مدد من السماء الثالثة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما sagte, das ist ein Cousin des Propheten صلى الله عليه وسلم. Er sagte folgendes: Einer der Männer von den Muslimen war hinter einem der Kuffar her, hinter einem der Götzendiener her.
um ihn zu töten. Plötzlich hörte er den Schlag einer Peitsche über ihn. Von oben hörte er den Schlag einer Peitsche und er hörte den Ton, die Stimme eines Reiters, wie er sagte: Auf, Heisum, nach vorne, Heisum. Und daraufhin schaute dann hat der Mann nur noch nach vorne geschaut, auf den Götzendiener, hinter dem er her war, und plötzlich lag er vor sich auf dem Boden. Und dann hat er ihn angeschaut und hat gesehen, wie er an seiner Nase und einem gesamten Gesicht verletzt war. Wie wenn jemand ihm mit einer Peitsche aufs Gesicht geschlagen hätte. Und er wurde ganz grün, dieser Körper. Und daraufhin ist der Ansari, radiallahu anhu, zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Also das heißt, der Mann wurde sozusagen geschlagen, getötet, noch bevor der Ansari, radiallahu anhu, ihn überhaupt berühren konnte. Dann ist er zum Propheten gegangen, sallallahu alaihi wasallam, und hat ihm erzählt, was passiert war. Dann sagt der Gesandte Allahs: Du hast recht. Das ist die Hilfe, die aus dem dritten Himmel zu euch gekommen ist. Und diese Überlieferung ist ebenfalls in Sahih Muslim überliefert worden. Und auch wurde ein, hat einer von den Ansar Al-Abbas ibn Abdul Muttalib festgenommen. Al-Abbas, das ist der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er war noch kein Muslim. Und er wurde festgenommen von einem Ansari. Dann sagte der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, ja Rasulallah, inna hadha wallahi ma asarani. Laqad asarani rajulun ajlah min ahsanin nasi wajhan ala farasin ablaq ma arahu fil qawm. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. العباس، der Onkel des Propheten صلى الله عليه وسلم, während er festgenommen ist, er sagte: O Gesandter Allahs, ich schwöre bei Allah, dieser da, also der Mann, der behauptete, mich festgenommen zu haben, ich schwöre bei Allah, der hat mich nicht festgenommen. Festgenommen hat mich ein kahlköpfiger Mann, der ein sehr schön, der ein, eines der schönsten Gesichter hatte, die ich überhaupt kenne. Er war auf einem schwarz-weiß gefleckten Pferd und dieses finde ich unter den Leuten nicht mehr vor. Daraufhin sagte der Ansari: Ich habe ihn festgenommen, o Gesandter Allahs. Warum der Ansari will unbedingt darauf bestehen, dass er ihn festgenommen hat? Weil manchmal nach dem Krieg gibt es Kriegsbeute und je nachdem, was du geleistet hast, bekommst du etwas dafür, okay? Und wenn du nichts geleistet hast, kriegst du also weniger, ja? Aber wenn man zum Beispiel jemanden getötet hat in der Schlacht, dann kriegt man zumindest die Waffen, die er an sich bei sich hatte. Versteht ihr? Das heißt, der Ansari will darauf bestehen, ich war es gewesen. Auch wenn er nichts kriegt, ist eine Ehrensache. Also irgendwas gemacht zu haben, ist schon ehrenvoll, ja? Daraufhin sagt der Gesandte, ich habe ihn aber festgenommen. Also er will ihm sagen, das stimmt nicht, was dein Onkel sagt. Dann sagt der Prophet, ach, sei ruhig. In Wirklichkeit hat dich Allah subhanahu wa ta'ala, Allah der Edle, Allah der Erhabene, hat dich durch einen edlen Engel unterstützt. Ja? Und das ist, was der Mann eben gesagt hat. Eben, er hat gesehen, einen Mann, einen kahlköpfigen Mann, das ein wunderbares Gesicht, so ein schönes Gesicht hat er noch nie gesehen, auf einem schwarz-weiß gefleckten Pferd. Und das findet er gar nicht mehr vor. Das heißt, er hat geguckt, wo ist dieser Mann unter den Muslimen? 319, der ist nicht mehr dabei. Und wo ist dieses Pferd, was vorher war? Das ist ja auffällig, das Pferd vergessen von anderen. Das weist darauf hin, dass manche von diesen Engeln gesichtet worden sind. Und natürlich die Aussage vorhin, als er über sich gehört hatte, wie jemand sagt, wie er eine Peitsche gehört, das war der Engel, der mit der Peitsche auf sein eigenes Pferd geschlagen hat. Und da hat er gesagt, auf Heisum. Heisum ist der Name des Pferdes dieses Engels. Und diese Überlieferung, wie gesagt, ist auch authentisch überliefert worden in Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Ahmad Shakir sagt, Isnad ist sahih. Und ebenso ist überliefert worden über einen Hasan Isnad, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, während er Dua gemacht hat, offensichtlich, und in seiner Hütte war, ist er kurz weg gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er Wahyi bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala, Offenbarung bekommt, dann ist er kurz weg. Geistlich. Unansprechbar. Ganz kurz. Und dann plötzlich ist er wieder zu sich gekommen. Und dann sagt er, Abshir ya Abu Bakr, ataka Nasrullah. Das heißt, O Abu Bakr, sei frohen Mutes, der Sieg Allahs und die Hilfeleistung ist gekommen. Hada Jibril, mu'tajirun bi'imamatin, akhidun bi'inani farasihi,
Sinngemäß, O Abu Bakr, sei frohen Mutes, der Sieg Allahs ist bereits gekommen. Ich sehe Jibril vor mir mit einem Turban um seinen Kopf gewickelt. Er hält die Zügel seines Pferdes und gleitet gerade mit dem Pferd über das Wasser. Offensichtlich das Wasser, das was ist, entstanden ist durch den Regen. Wallahu a'lam. Und dann sagt er, der Sieg Allahs und seine zahlreiche Unterstützung ist gekommen. Also sogar der Engel Jibril, auf Deutsch Gabriel, der Engel der Offenbarung, er war selbst höchstpersönlich am Ort anwesend und hat mitgekämpft. Und dann in Sahih al-Bukhari ist überliefert worden, da heißt es, Jibril, der Engel Jibril, kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, Ma ta'udduna ahla badrin fikum. Er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie schätzt ihr die Leute ein, die bei Badr mitgekämpft haben? Also die Muslime, die mit euch bei Badr gekämpft haben, wie schätzt ihr sie ein im Vergleich zu den anderen Muslimen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, afdal al-Muslimin, au kalimat al-Nahwa. Das heißt, er sagte, sie sind die Besten von uns, sie sind die besten Muslime. Oder etwas ähnliches hat er gesagt, was darauf hinweist, dass sie zu den Besten überhaupt gehören. Dann sagte Jibril alayhi salatu wassalam, وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Und das gleiche gilt für diejenigen Engel, die bei Badr mitgemacht haben. Auch sie sind also, gehören zu den Besten der Engel überhaupt. Das ist, wie gesagt, an authentischen Überlieferungen überliefert worden, darüber, dass die Engel, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und Allahs Frieden sei auf ihnen, mitgemacht haben bei der Schlacht Badr, anwesend waren und aktiv mitgemacht haben. Die Weisheit, die dahinter steckt, weiß Allah subhanahu wa ta'ala ganz allein. Denn wie wir gesagt haben, wenn Allah will, dann hätte es ausgereicht, wenn er Jibril schickt. Jibril, wenn er mit seinen Flügeln einmal schlägt, kann er ein ganzes Volk vernichten. Insofern, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala Jibril in der Form eines Menschen geschickt und andere Engel ebenfalls? Das gehört zu den Fragen über das verborgene Wissen. Und Allah azza wa jall wird nicht gefragt werden. Wir dürfen Allah nicht fragen, warum hast du so gemacht und nicht so? Hauptsache Allah unterstützt. Wir brauchen Allahs Unterstützung. Und wie er das macht, ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine, wie heißt es, manche Ulama, zu ihnen gehört das Subki, rahimahullah ta'ala, sie versuchen das ein bisschen zu erklären. Und diese Erklärung kann natürlich plausibel sein und vernünftig sein. Und zwar, dass der Mensch, er sagte sinngemäß, dass Allah azza wa jall, ja, wenn er wollte, hätte er sagen können, sei und dann ist es fertig. Wenn er will, durch einen Befehl sind die Kuffar besiegt und sagt, sei. Aber Allah azza wa jall wollte den gläubigen Menschen beibringen, dass sie handeln müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Dass man, wenn man Allahs Unterstützung haben will, muss man dafür etwas tun. Und man kann nicht einfach sagen, ich warte darauf, dass Allah etwas tut und ich tue nichts. Ja, das ist sinngemäß die Botschaft, die er dadurch, und das kann sein, dass es eine von vielen Weisheiten ist, die dahinter stecken. Manche Muslime, die heutzutage Briefe schreiben, Entschuldigung, Bücher schreiben oder Artikel schreiben, was auch immer, manche von ihnen schämen sich oder sie trauen sich nicht zu sagen, dass die Engel bei so einer Schlacht mitgekämpft haben. Warum? Weil sie schwachen Iman haben. Weil sie sich vor ihrer eigenen Religion schämen. Und weil sie nicht an das Verborgene glauben. Und das ist ganz wichtig, liebe Geschwister. Das Verborgene, an das Verborgene, an Al-Ghaib zu glauben, ist die wichtigste Eigenschaft im gläubigen Menschen. Denn Allah sagt in Surat Al-Baqarah ganz am Anfang, dies ist das Buch, es ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Die erste Eigenschaft, die Allah erwähnt hat, über die Gottesfürchtigen, um sie zu beschreiben, es sind diejenigen, die an das Verborgene glauben. Das heißt, wenn Allah Azza wa Jalla etwas sagt, oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas sagt, in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam authentisch überliefert worden ist, dann hat kein Mensch ein Recht zu fragen, warum, wieso und weshalb. Sondern wir müssen es annehmen, wie es ist. Wer es versteht, ist gut. Wer es nicht versteht, das ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist. Wie wir gesagt haben, auch heute hat der Khatib in der Khutbah gesagt, die Ayah, Aminu bihi, au la tu'minu. Innal ladhina utul ilma min qablihi, إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. Das heißt, wahrlich oder sinngemäß, die Ayah bedeutet, ob ihr daran glaubt oder nicht daran glaubt, an den Koran, ob ihr daran glaubt oder nicht daran glaubt, wahrlich diejenigen,
denen das Wissen vor euch bereits gegeben worden war. Das heißt, Juden, Christen und die anderen, wenn ihnen die Verse Allahs vorgelesen werden, dann fallen sie auf ihren Knien nieder, Entschuldigung, auf ihrem Kinn nieder. Insofern, liebe Geschwister, ändert es nicht an der Tatsache, ob du es verstanden hast oder nicht verstanden hast, ob du es begreifst oder nicht begreifst, ob du die Weisheit dahinter verstehst oder nicht. Weil manche Menschen sagen, diese Geschichten glaube ich nicht. Es kann doch nicht sein, dass Engel mitgekämpft haben. Wofür? Wenn Engel mitgekämpft haben, warum sind manche dann Märtyrer gestorben, als Märtyrer gestorben? Und warum hat es dann so lange gedauert? Und warum und warum, warum? Und diese Fragen laut darf man nicht stellen. Warum? Weil Allah azza wa jalla sagt im Koran, La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Er wird nicht gefragt werden. Allah wird nicht gefragt nach dem, was er tut, sondern sie werden gefragt werden nach dem, was sie tun. Und nach sind die Götzendiener in dieser Schlacht gefallen, sodass 70 von ihnen gestorben sind und andere weitere 70 von ihnen wurden festgenommen. Und manche von ihnen sind, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat vor der Schlacht gesagt über manche, wo sie sterben werden. Sagt die Person so und so, wird an dieser Stelle sterben. Und die Person so und so wird genau an dieser Stelle sterben. Und die Person so und so wird genau an dieser Stelle sterben. Und die Sahabe fanden nach der Schlacht vor, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam recht hatte und sie waren genau da, wo sie waren. Sie sind geflohen am Ende, die meisten von den 1000. 70 sind gestorben, 70 sind gefangen genommen worden, die restlichen sind nach Hause geflohen. Nach niemandem haben sie sich umgedreht, nach keiner Beute, nach kein gar nichts. Sie wollten nur aus dem Schlachtfeld wegziehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat angeordnet, dass man die Gefallenen von den Götzendienern dort in den Brunnen von Bedr schmeißt. Und er ist dort 3 Tage lang geblieben, sallallahu alaihi wasallam, um dann die Märtyrer zu begraben. Und wenn du heutzutage nach Bedr gehst, wirst du die Gräber immer noch vorfinden, wie sie sind, an der Stelle, an denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie dort begraben hat. Und sie sind insgesamt 14 Märtyrer. Nur diese Schlacht, die wichtigste Schlacht, die jemals stattgefunden hat, und die erste und die entscheidendste zwischen dem Glauben und dem Unglauben, darin sind insgesamt 70 Menschen von den Götzendienern gestorben und 14 Märtyrer sind geworden von den Muslimen. Und das war's. Mehr nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat kein Gebet für sie verrichtet. Das heißt, er hat für sie nicht das Totengebet verrichtet. Das ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn der Märtyrer, er ist derjenige, der Fürsprache einlegen wird für die anderen. Und der Märtyrer ist derjenige, bei dem ersten Bluttropfen, das er verliert, werden ihm seine gesamten Sünden vergeben. Insofern, wenn man für ihn betet, man braucht das Gebet von ihm. Also wenn überhaupt man ein Gebet bräuchte, braucht man sein Gebet und nicht wir ihres. Weil sie werden Fürsprache einlegen für andere Menschen. Am dritten Tag, wie heißt es, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich dann, und damit enden wir inshallah mit der letzten Erzählung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich am dritten Tag bei Badr hingestellt, dort wo 24 verschiedene von den Kuffar begraben worden waren. Manche eben, wie gesagt, im Brunnen, manche woanders. Und dann hat er ihnen zugerufen. Er hat den Toten von den Kuffar zugerufen und sie beim Namen und beim Namen ihrer Väter genannt. Das heißt sozusagen gesagt, Umayya ibn Khalaf. Das heißt, Umayya, der Sohn von Khalaf. Und so weiter hat sie beim Namen genannt und hat gesagt, Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasula? Hättet ihr jetzt lieber gehabt, dass ihr Allah und seinem Gesandten gehorcht hättet? Fa'inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Wir haben vorgefunden, der Prophet spricht, wir haben vorgefunden, dass das, was unser Herr uns versprochen hat, wahr war. Fa'hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Habt ihr auch vorgefunden jetzt, dass das, was euch euer Herr versprochen hat, wahr ist? Die Hölle natürlich, was sonst? Daraufhin sagte Umar radiallahu anhu, Ja Rasulallah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Warum sprichst du mit Körpern, in denen keine Seelen mehr vorhanden sind? Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand die Seele von Muhammad ist, ihr hört mich nicht besser als sie. Einer der Briefe von Qatada versucht das zu erklären und er sagt, Allah Azza wa Jal hat sie zum Leben gerufen, damit sie
hören können, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen zu sagen hat, um sie zu erniedrigen und um sie klein zu machen. Und eine zweite Auslegung ist, dass die Toten in ihren Gräbern hören können, wenn man sie kommt und zu ihnen geht. Denn man sagt ja auch zu ihnen, Assalamu alaikum, man begrüßt sie mit dem Friedensgruß und Allah weiß am besten Bescheid. Entscheidend ist, dass an dieser Stelle, wie heißt es, der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihnen gesprochen hat und sie haben ihn gehört. Und entscheidend ist auch wenn wir sagen, dass jemand, der gestorben ist, wenn man zu seinem Grab geht, dass er hören kann, was man zu ihm sagt. Das heißt nicht, dass man ihn um Dinge bitten darf, denn der tote Mensch, er ist gestorben und vermag einem überhaupt nicht zu helfen. Insofern, selbst wenn er hören könnte, wie ein kranker Mensch, der am Bett gebunden ist und kurz vor seinem Tod ist. Wenn du ihm etwas bittest, er wird dir sagen, was willst du von mir? Ich brauche deine Hilfe, ich bin todkrank. Okay? Und jetzt eine Minute später kommt der Todesengel, nimmt seine Seele weg. Jetzt plötzlich fängst du an, ihm zu Hilfe zu bitten. Nein, im Gegenteil, jetzt kann er dir noch weniger helfen als vorher. Insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, das Versprechen gehalten und hat ihm einen von diesen beiden Versprechungen, hat ihm eine von seinen zwei Sachen versprochen und Allah hat sein Versprechen gehalten. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Und so wird es jedem Menschen ergehen, der sich an Allah subhanahu wa ta'ala hält, beziehungsweise umgekehrt, diejenigen Menschen, denen wird es so ergehen, wie den Kuffar von Quraysh, die sich nicht an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam halten. Und zwar, sie werden eines Tages sterben und sie werden eines Tages im Grab erkennen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam recht gehabt hat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.